Jürgen Habermas. Jürgen Habermas ist einer der bekanntesten Vertreter der Frankfurter Schule. Er orientiert sich an der alten kritischen Theorie Horkheimers und Adornos. Die Grundlage, auf der seine Theorie aufbaut, lautet so: Die gesamtgesellschaftliche Ordnung ist durch das Missverhältnis von Arm und Reich und durch Unterdrückung und Ausbeutung gestört. Er erkennt, dass die Demokratie in der Realität nicht so aussieht, wie sie von der Verfassung eigentlich vorgesehen ist. Er geht der Frage nach, warum das so ist. Der maßgebende Orientierungspunkt für seine gesamte Theoriebildung ist dabei eine herrschaftsfreie Gesellschaft. Das Besondere ist, er möchte den Zweck seiner Theorie offenlegen. Er hat ein Interesse an Emanzipation. Er möchte die Gesellschaft verändern. Das war Jürgen Habermas, der Faktencheck.